Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed und wir sind mit Aya unterwegs. Das Gebiet wird streng bewacht. Erreiche die Spitze des Pharos. Okay, das probieren wir doch gleich mal. Die Stadt wird gerade angegriffen von dem Skorpion. Richtig cool gemacht, Leute. Möchte mal wissen, wo Bayek sich rumtreibt. Ah, das war ein bisschen blöd getriggert jetzt gerade. Das hätten sie anders machen können. Okay, schwimmen wir mal ein bisschen. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig nice aus. Will eigentlich so lange unter Wasser bleiben, wie es geht. Dass wir hier keine Wachen oder so noch sehen. Okay, die meisten sind eh schon down. Aber jetzt wird immer, denke ich, jetzt wird's hart, ja. Ah, das sind ja meine, oder? Die gehören zu mir. Alles klar, wir müssen. Kommen wir hier rein? Nee, wir müssen irgendwie da hoch. Na, geh hoch, Aya, komm, zieh. Ah, hier waren wir, glaube ich, auch schon mal in so einer kleinen Nebenquest. Hier muss aber irgendwo einen Eingang geben, glaube ich. Ich komme nicht hoch, okay. Ich glaube, hier sieht es schon besser. Ja, genau, hier gibt es einen Eingang. Und jetzt müssen wir eigentlich nur hochrennen. Ich hoffe mal, dass hier nicht so viele Gegner noch sind. Zerquetsch mal einer diese Lotusblüte. Wie konnte sie... Alter. Halt, kleine Frau. Tötet sie, damit wir uns um echte Probleme kümmern können. Diese römischen Malakas. Meine Klinge ist gekränkt. Alter Schwede. Aber müssen wir denn da rein? Ich glaube, dass wir so auch hochkommen würden. Okay, das überprüfen wir jetzt nochmal. Oh, dann wieder von unten anfangen. Okay. Bei dem ist es wurscht, da kümmern sich die anderen drum. Dann gehen wir doch gleich mal hier hoch. Ich glaube, wir müssen da nämlich gar nicht rein. Okay, wir müssen da doch rein. Aber können wir nicht denn dort drüber? Aber ich glaube, wir kommen da nicht hoch. Probieren wir jetzt einfach mal. Aber hier wäre schon so ein Vorsprung.
Okay, hier ist jetzt, genau, hier war jetzt. Da war jetzt, wann ist es mit den Stacheln, da sind wir nicht durchgekommen. Ich wusste doch, dass ein Skarabäus meinen Turm hochgeklettert hat. Du erinnerst mich an die alexandrinischen Huren, die ich vom Orden der Ältesten geschenkt bekomme. Vielleicht behalte ich dich ja. Jetzt hast du sogar mein vulgäres Herz beleidigt. Der Leuchtturm gehört Ptolemäus. Hinfort! Ha, der Pharos wird nur für Kleopatra brennen. Alles klar, das ging fix, muss ich sagen, mit ihr. Sehr schön. Mach doch mal. Zieh Eier. Okay, schauen wir uns, was uns hier oben noch erwartet. Gehen wir ein bisschen in Deckung. Nicht, dass hier noch mehr sind. Wir müssen dort hoch. Okay. Oh, das schaut schon verdammt nice aus. So, genau. Hier scheint jetzt keiner zu sein. Aber ich wollte mal schauen, ist hier noch was drin? Hier konnten wir damals plündern. Okay, das geht jetzt mit ihr nicht. Wie in Zeus Namen hast du meinen Hauptmann getötet? Alter. Die hat sie denn nicht vom normalen Soldaten ausschalten lassen, oder? Er lädt auf jeden Fall schon mal ziemlich lange. Ich glaube, dass sie festgenommen worden ist. Ptolemäus Männer brechen durch! Nein! Wir warten, bis ich das Signal sehe. Ich glaube nicht, dass du einer Frau eine so wichtige Aufgabe anvertraust. Wie soll die Flotte ihre Befehle empfangen? Habt Geduld, Caesar. Alle Jagda est! Komm! Wir ziehen auf das Schlachtfeld! Mechai, decke den Rückzug! Viele haben an Eier gezweifelt! Und alle sind durch ihre Klinge gefallen. Sehr schön. Hat es doch geschafft. Beteiligt Caesar. Halt dich fest! Fahrt nach links! Dann bist du so schnell mit dem Bogen, wie alle sagen, sonst sind wir tot. Konzentriert euch aufs Lenken. Ich halte sie auf Abstand. Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute. Da sind viele von denen hinter uns. Da sind viele von denen hinter uns.
Wir sind umzingelt! Ich arbeite daran! Dann arbeite schneller! Hinter uns! Der Wagen holt auf! Ich höre das noch mehr aufholen! Ich schieße so schnell ich kann, Römer! Alter, was war das jetzt? Ach, das ist nicht gut! Was ist denn? Hoffentlich finden wir es nicht heraus. Schneller! Vielleicht können wir ihn abhängen! Alter! Wir müssen kämpfen! Haltet euch bereit, Caesar! Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten! So schlimm kann es nicht sein! Es ist Osiris persönlich! Die Pfeile machen ihn nur noch wütender! Den Wagen ruhig halten! Ich konzentriere mich darauf, nicht zertrampelt zu werden, Ägypter! Ich habe eine Idee. Hauptsache, wir werden... Ja, die Idee ist ein bisschen zu spät gekommen. Vielleicht auf die Füße schießen oder so? Ich weiß es nicht. So, Leute, weiter geht's. Bist du so schnell mit dem Bogen, wie alle sagen, sonst sind wir tot. Konzentriert euch aufs Lenken. Ich halte sie auf Abstand. Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute. Hinter uns, Mann! Da sind viele von denen hinter uns! Wir sind umzingelt! Ich arbeite daran! Dann arbeite schneller! Hinter uns! Der Wagen holt auf! Ich höre das noch mehr aufholen! Ich schieße so schnell ich kann, Römer! Ach, das ist nicht gut! Was ist denn? Hoffentlich finden wir es nicht heraus! Schneller! Vielleicht können wir ihn abhängen! Wir müssen kämpfen! Haltet euch bereit, Caesar! Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten! So schlimm kann es nicht sein! Es ist Osiris persönlich! Die Pfeile machen ihn nur noch wütender! Den Wagen ruhig halten! Ich konzentriere mich darauf, nicht zertrampelt zu werden, Ägypter! Was denn? Hauptsache, wir werden das verdammte Biest los! Das verstehe ich nicht. Soll man gar nicht drauf schießen? Das verstehe ich nicht. Vielleicht mal gar nicht auf den schießen? Ja, wie er schon sagt, die Pfeile machen ihn nur noch wütender. Mit dem Bogen, wie alle sagen, sonst sind wir tot. Konzentriert euch aufs Lenken.
Ich halte sie auf Abstand. Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute. Hinter uns, Mann! Hinter uns, Mann! Wir sind umzingelt! Ich arbeite daran! Dann arbeite schneller! Hinter uns! Der Wagen holt auf! Ich höre das noch mehr aufholen! Ich schieße so schnell ich kann, Römer! Ach, das ist nicht gut! Was ist denn? Hoffentlich finden wir es nicht heraus. Schneller! Vielleicht können wir ihn abhängen! Hier schießt jetzt mal gar nicht drauf. Wir müssen kämpfen! Haltet euch bereit, Caesar! Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten! So schlimm kann es nicht sein! Es ist Osiris persönlich! Nee, okay, das geht nicht. Die Pfeile machen ihn nur noch wütender! Wie soll das denn gehen? Muss ich ihn oben vielleicht killen, der da drin sitzt und den lenken tut, den komischen Elefanten da. Keine Ahnung. Geht aus dem Weg! Halt dich fest! Pass nach links! Bist du so schnell mit dem Bogen, wie alle sagen, sonst sind wir tot! Konzentriert euch aufs Lenken! Ich halte sie auf Abstand! Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute! Da sind viele von denen hinter uns! Da sind viele von denen hinter uns! Wir sind umzingelt! Ich arbeite daran! Dann arbeite schneller! Hinter uns! Der Wagen holt auf! Ich höre das noch mehr aufholen! Ich schieße so schnell ich kann, Römer! Ach, das ist nicht gut! Was ist denn? Hoffentlich finden wir es nicht heraus. Schneller! Vielleicht können wir ihn abhängen! Wir müssen kämpfen! Haltet euch bereit, Caesar! Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten! So schlimm kann es nicht sein! Dann geht ihr oben, treffe nicht. Die Pfeile machen ihn nur noch wütender! Den Wagen ruhig halten! Ich konzentriere mich darauf, nicht zertrampelt zu werden, Ägypter! Ich habe eine Idee! Hauptsache, wir werden das verdammte Biest los! Der Leuchtturm nähert sich schnell! Wir müssen uns wirklich beeilen! Wirft fester! Boah, Alter! Da! Die Flotte! Ich habe nichts mehr, das ich werfen kann! Alter. Alter Schwede. Krasses Ding. Aber okay, wir haben es geschafft, glaube ich. Man wird Lieder über uns singen. Und jetzt, auf zu den Schiffen. Wir werden Helden des Schwerts und Verstands. Thank you.
Nildelta 3 Tage später. Stadien. Laut unseren Spekulatoren führt Potinus diesen Angriff. Beschäftigt ihr die Soldaten? Ich kümmere mich um Potinus. Act Victoriam! Ich würde sagen, wir machen an der Stelle auch jetzt einen Cut und schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge an, wie es dann weitergeht. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Macht auf jeden Fall Spaß und ich glaube, wir kommen jetzt dem Ende immer etwas näher. Ich weiß bloß nicht, ja, ich denke, ein bisschen wird schon noch gehen, aber da schauen wir uns einfach in der nächsten Folge an, was uns denn dort erwartet. Schaltet auf jeden Fall wieder ein, würde mich freuen. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.